So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Gothic 2. Wie ihr wisst, hatten wir das letzte Mal hier mit Kanta geredet, haben einen Passierschein bekommen. So, und eine Pfanne für die gute Hilda. Werden wir jetzt einfach mal zu Hilda zurück, um ihr die Pfanne zu geben, womit sie uns beauftragt hat. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Werden wahrscheinlich dann noch hier die paar Arbeiter von Lobart auf den Feldern fragen. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht, du Taugenichts? Es hat etwas länger gedauert. Hier hast du deine Pfanne. Ach, gib schon her, das Ding, sowas Dreistes. Unglaublich. Hä, warum? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, moin. Na ja, gut. Hat sie sich aufgeregt, weil wir so lange gebraucht haben. Oh mein Gott. Ging ihr das schon wieder nicht schnell genug? So, mal eben kurz hier hinter der Mühle. Weil das weiß ich nämlich auch noch von dem vorherigen Spielen und Let's Playen. Dass wir hier Kraut und eine Spitzhacke haben. Und dann werden wir jetzt mal auf den Feldern gucken, wo Lobart noch einige Arbeiter von sich aus hat. Hier haben wir schon mal den ersten. Ah, das ist nur ein Bauer. Okay. Wie steht's mit ihm da hinten? Hier ist auch noch einer. Ja moin, ich dachte, das wäre eine Pflanze. Ach, guck mal hier, der Vino. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Ja moin. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt. Ich habe ein Schwert gehört. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Oh, okay. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Ja, moin. Da wir ja von Marlet 3 Flaschen bekommen haben, denke ich mal, dass wir eine abgeben können. Auf ganz entspannter Basis. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ah ja. Ja, komm. Quatschen wir mal mit ihm nochmal den Rest. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Ja gut. Das war's dann, glaube ich, hier erstmal mit den Arbeitern. Sonst sind hier keine. Werden wir mal eben kurz wieder mit Lobart reden. Schauen, was er uns zu sagen hat. Ich hoffe, das geht jetzt nicht nach hinten los. Hey. Ich hoffe, dass seine Frau jetzt keine Mucken macht. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Ja, was kostet das? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Marlet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 40 Goldstücke. Wie 40 Goldstücke? Warte mal, war doch eigentlich billiger. Haben wir irgendjemanden vergessen?
Ach, egal. Holen wir es uns jetzt einfach. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Wir nehmen einfach alles mit, was er in der Truhe hat, würde ich sagen. Macht, glaube ich, sowieso keinen Unterschied, da wir ja sowieso, glaube ich, hier erstmal nicht mehr hinkommen. Hier ist die Truhe. Bauernkleidung 1. Okay. Zweimal Gold, Käse, Apfel brauchen wir. Können wir gut gebrauchen. Da wir ja noch weit am Anfang sind, können wir die echt gut gebrauchen. So. Dann würde ich sagen, ab zu Kanta und dann ganz normal den Weg hinunter. Wie viele Pfeile haben wir noch? 4. Eieieiei. Also sieht echt mager aus. Also mit 4 Pfeilen sieht es echt mager aus. Aber gut. Werden wir mal, denke ich mal, jetzt Richtung Kurinis. Da, nach Kurinis. Alles klar. Ich hole schon mal den Bogen raus, weil ich habe da schon... Ey, du alte Mistfliege. Wir müssen uns auf jeden Fall Pfeile besorgen. One. So. Das hätten wir auch immer. Ich denke mal, dass wir im Fernkampf gehen werden. Und Fernkampf leveln werden. Weil es ist schon heavy mit Bogen. Was bist du denn für ein Clown? Psst, Greg. Hey du, guck mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal. Du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja, moin. Aber Gold ist wie gesagt immer gut hier. Fragen wir ihn einfach mal, warum nicht? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Denke schon. Also wir haben den Passierschein. Wir haben saubere Bauernverkleidung oder Kleidung. Ich denke mal, dass wir da irgendwas wegen machen der können. Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Schauen wir einfach mal. Also Bauernkleidung, ja. Kräutersammler, nö. Passierschein, nein. Geben wir ihnen einfach mal die Bauernkleidung. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja, moin. Ja, Hauptsache, wir haben die Bauernkleidung, wofür wir 40 zahlt haben. Wieder drinne. Wieder fehlt uns noch das mit dem Nagelknüppel. Der Ast macht 10. Nagelknüppel macht das. Ja. Rüsten wir mal den Nagelknüppel aus, obwohl wir jetzt erstmal gleich uns Pfeile besorgen werden. Wir schauen erstmal, dass wir jetzt in die Stadt kommen und schauen dann einfach mal, was wir hier zu tun halt. Haben. Was denn? Jetzt los. Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Führer Paladine. Für Kräuter? Nö. Nein. Wir haben einen Passierschein. Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich?
Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Lauf einfach durch uns durch. Wollt ihr mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege. Na, Ehre, geht doch. Oh. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant, Lord Hagen, hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ja, okay. Man darf halt nicht alles. Quatsch uns doch nicht einfach so an, alter Schwede. Das Problem hatten wir nämlich auch in Teil 1, dass wir öfter mal ungewollt angequatscht werden. Aber naja. Lass uns einfach mal mit ihm quatschen. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Oh, okay. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ja, moin. Kann ja nicht ewig so weit. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum er sich einfach so quatschen. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Da kannst du eh nichts dran ändern. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ist es wirklich wahr? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Okay. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Jawohl, also. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Na moin. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Von mir hatte das nicht. Ja. Ganz schön viele Fragen, die er hier stellen muss. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Ja, moin. Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen?
Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Jawohl, Herr Kommandant. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ja moin, das heißt wieder laufen, laufen, laufen. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Nicht gebrauchen. So. Das war doch schon vorher klar. Und da ich weiß, wo hast du das denn, dass es drei verschiedene Parteien hier gibt, werden wir trotzdem erstmal mit Lord André quatschen gehen. Und aber das Licht war eine Qual für Belia. Wassermagier? Da war doch irgendwas mit dem Wassermagier, ne? Wurde von Belia zerstört. Genau, Vardras. Quatschen wir einfach mal mit Vardras. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vardras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Jawohl. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ja, moin. Okay, wir haben einen Brief hier. Ich habe hier einen Brief für dich. Chuck, Chuck. Für mich? 200 Erfahrung, Ehre. In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Kavalorn. Von Kavalorn, dem Jäger. Ehre, Stufenaufstieg. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ja, moin. Schauen wir nochmal unter Meer, was hier los ist. Was können wir denn da machen? Ich will machen? Mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? So, das heißt, es sind Drachen gekommen, Ehre? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? So, und jetzt kommt wieder die genaue Antwort oder... sah das natürlich. Naja, es wird wahrscheinlich kein Nachspiel haben, wenn wir denen davon erzählen. Deswegen werden wir einfach mal sagen, dass von Xardas das wissen. Also alles entspannt, würde ich sagen. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Das war ja absolut die Wahrheit jetzt. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Jawohl. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst,
musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Corinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Warte, ich bitte dich noch um einen kleinen Gefallen. Geh zum Hafen, dort findest du einen Mann namens Laris. Gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. So, und an der Stelle werde ich erstmal Schluss machen. Das war ein bisschen viel Quatsch in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo da für mehr Videos und ein Like, wenn ihr mich weiter verfolgen wollt. Adamos, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Gothic, euer Sketro.